Wer war das? Er wirkt ungeheuer charismatisch, aber kalt. Was denkst du? Unser Freund Jacob McAllen ist der Obermotz der Voltaire-Kirche. Oder der Neuerer, wenn du so willst. Nicht der friedliebende Philosoph, als der er sich ausgibt. Offensichtlich ein Hitler-Komplex, ein echter Faschist. Das ist ganz gefährliches Zeug. Ich find's aufregend. Aber ich dachte, die Voltaire-Kirche wäre eine friedliche Religion, die sich nur der Meditation und Philosophie widmet. Das glaubst du und das glauben 20 Millionen andere, Lady. Aber es ist ganz einfach die Wahrheit. Da, sieh es dir nochmal auf dem Bildschirm an. Wer ist das? Ein Typ namens Gordon Holloway, ziemlich übler Bursche. Er ist die rechte Hand von McAllen und führt die Geheimoperation der Neuerer durch. Dieser Datenwürfel ist eine echte Goldgrube. Die Neuerer haben eine Bande von Agenten, die sie in Tanks züchten. Der Fortschritt ihrer Gentechnologie stellt alles in den Schatten, was ich bisher gesehen habe. Soweit ich verstanden habe, kämpfen die Neuerer gegen einen Feind, den sie die Väter oder die Wächter nennen. Das scheinen die Guten zu sein, wenn sie gegen solche Typen sind. Egal, dieser Gordon sollte eigentlich irgendeinen religiösen Dienst für die Wächter übernehmen. Er ist sowas wie der Dalai Lama. Aber die Neuerer haben ihn geschnappt, bevor er bereit war, und haben irgendwelche Experimente mit seinen Kräften durchgeführt. Ich halte dieses spirituelle Zeug ja für Mist. Aber sowohl die Neuerer als auch die Wächter glauben, dass dieser Typ über Kräfte verfügt, die ihn sehr wichtig machen. Wenn ihn die Neuerer also haben, ist das ziemlich schlimm. Welche Experimente haben Sie an dem Kind durchgeführt? Ja, merkwürdige Sachen. Sie versuchen, seine Kräfte zu steuern. Sie haben alles daran gesetzt und dabei das Kind kaputt gemacht. Sie haben den Jungen in zwei Hälften zerrissen, in eine rein logische und eine rein chaotische Hälfte. Hör zu, dieser Gordon ist eiskalt wie eine Hundeschnauze, also halt dich von ihm fern. Diesen Unterlagen zufolge bringt er jemanden schon um, wenn er nur in seine Richtung hustet. Er steuert die dunkle Seite der Voltec-Kirche und er wird die Kirche übernehmen, wenn der gute alte McAllen das Zeitliche segnet. Und das kann dauern mit der Technologie, die den Typen zur Verfügung steht. Wie ist es möglich, dass die Polizei so viele Informationen über die Neuerer gesammelt hat, aber nichts gegen sie unternimmt? Keine Ahnung, vielleicht wollen sie was gegen die Typen in der Hand haben, wenn es richtig losgeht. Und vielleicht sind die Infos auch im System verloren gegangen. Tatsache ist, dass wir nicht sicher sind, solange diese Typen frei rumlaufen. Keiner von uns. Also bleibt nirgendwo länger als unbedingt nötig, okay? Das sind also die bösen Buben. Und ich sollte mich von ihnen fernhalten. Davon abgesehen, wo haben die Neuerer denn ihre Zentrale? Du bist entweder sehr mutig oder sehr dumm, Süße. Aber egal was, ich dürfte es dir nicht verraten. Warum? Weil ich eine Frau bin und nicht auf mich aufpassen kann? Nein, weil jeder, der sich mit diesen Typen anlegt, mit einer Kugel im Kopf endet. Oder schlimmer. Das Risiko gehe ich ein. Mist, weißt du, ich bin der Flipper. Der Flipper! Damit will ich nichts zu tun haben. Klar, ich will nur verkaufen und Gewinn machen. Was soll das Detektivspielchen? Warum tust du das? Das ist eine sehr lange Geschichte. Vielleicht ein andermal, ja? Ich brauche die Informationen wirklich, Flipper. Okay, schon gut, ich hab's begriffen. Die Kirche hat verschiedene inoffizielle Zentralen, aber die sind alle unwichtig. Sie sind nur Tarnung. In dem Ordner von dir steht keine Adresse, aber ich bin mal kurz ein paar Online-Berichte durchgegangen und hab entdeckt, dass die Voltec, die Neuerer, mit einer sehr großen Firma verbunden sind. Mit welcher denn? MTI, Melcat Technologies Incorporated. Fast so groß wie Bocamba Mercer. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Anscheinend sind die Führer der Neuerer auch die Chefs von MTI. Irgendwie lustig. Ich habe mit MTI noch ein ziemlich großes Hühnchen zu rupfen. Und das ist die Chance, es ihnen heimzuzahlen. Was heißt das? MTI wird von den Neuerern geleitet? Das heißt, in der Firmenzentrale von MTI wirst du auch die Elite der Neuerer finden. Und weißt du, wo die MTI-Zentrale liegt? Ich bin der Flipper! Was hältst du von mir? Mist, beantwortet das ja nicht. Grandel Avenue. Keine Ahnung, wo die liegt. Du weißt nicht, wo die Grandel Avenue liegt? Du nimmst mich auf den Arm. Das ist die beste Adresse von Newport. Da leben nur die oberen 10.000 in Wohnungen für hunderte Millionen Dollar.
Wie komme ich da hin? Sorry, Lady, da gehören wir nicht hin und da kommt man auch nicht rein. Um zur Grendel Avenue zu kommen, braucht man einen sauberen Ausweis für die oberste Ebene. Und den hast du nicht, tut mir leid. Aber du könntest mir einen machen. Oh, Leute. Ich werde hier mal... Hey, Burns! Bin sofort da! Ich werde hier einfach weiter aufnehmen und das dann wieder in zwei Teile splitten. Was ist denn? Könntest du mir einen gefälschten Ausweis besorgen? Warum willst du das wissen? Wie komme ich sonst zur Grendel Avenue? Hey, leg dich ja nicht mit den bekloppten Neuerern an. Die beißen sich an dir fest und lassen dich nicht in Ruhe. Wie diese Kampfhunde. Wie Pitbull Terrier? Genau, ganz übel, die Biester, übel. Können wir über den gefälschten Ausweis sprechen, den ich brauche? Baby, das kostet dich eine Stange Geld. Tut mir leid, Freundin eines Freundes. Das wird nicht billig. Vergiss es lieber. Lass das meine Sorge sein. Wie viel kostet es? Ich habe etwa 300 Dollar. Versuch's mal mit 20.000. Tut mir leid, kleine Frau. Gefälschte Ausweise sind teuer. Ich muss einen besonderen Schlüssel besorgen. Ich brauche eine genehmigte Blankokarte. Das Zeug ist nicht billig. Selbst wenn ich meinen Gewinn abziehe, was ich für eine Freundin von Warren vielleicht machen würde, bleiben immer noch 15.000 Dollar. Ach du Scheiße. Könntest du dir für einen gefälschten Ausweis auch eine andere Bezahlung vorstellen? Tut mir leid, Süße, aber das Bedürfnis hat sich mit meinen Beinen verabschiedet. Nein, doch nicht sowas. Mehr sowas wie ein Gefallen. Oder brauchst du etwas Bestimmtes? Ich glaube nicht. Ich brauche nichts. Hey! Was ist denn jetzt los? Mist, das nimmt mich jedes Mal mit. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn mit deinem Stuhl los? Die Antigravsteuerung ist kaputt. In ein paar Tagen ist sie ganz hinüber, aber ich hoffe, dass mir ein guter Kumpel bis dahin eine neue besorgen kann. Wenn ich dir eine neue Antigravsteuerung besorge... Kriege ich dafür den gefälschten Ausweis? Wenn du eine gute findest, die noch funktioniert und die mehr als 200 Kilo tragen kann? Hey, klar! Du musst nur noch eine finden. Ah, toll. Ja, aber das... Also, womit kann ich dich für den gefälschten Ausweis bezahlen? Eine neue Antigravsteuerung für meinen Stuhl wäre gut. Sehr gut. Gut, alles klar. Danke. Sicher. Und woher kriege ich die jetzt? Ich wüsste noch nicht mal einen Anhaltspunkt, wo ich anfangen könnte. Wäre so ein bisschen technisch basiert irgendwie... Warte mal, lass mich überlegen. Warte, will sie da vielleicht... Hallo, hallo, hallo! Oh, Kind. Nein, mir... Nein, immer noch nicht. Okay. Oh oh, es ist eins. Ich wüsste keinerlei Adresse, wo ich jetzt hingehen könnte, wo ich auch nur mein Entferntesten an sowas rankämen würde. So, jetzt müssen wir hier wieder quer durchs ganze Bild laufen. Ja. Hier wollte ich gar nicht hin. Warum komme ich in allen Dingern direkt in die U-Bahn, nur hier nicht? Hier muss ich da reinlatschen. Reinlatschen. Meine Güte, mein Deutsch ist heute echt für den Arsch. Hm.
La 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 la. Das Metro Circle. Ach, warte mal! Moment, Antigra. Moment, das fällt mir doch gerade jetzt wie Schuppen vor den Augen. Wir hatten doch hier, wo der Polizist stand, an der Absturzstelle. Da hatten wir doch... Antigravsteuerung. Aha. Wo will sie hin? Wo will sie hin? Wo ist sie? April? Hallo? Was ist denn jetzt los? Wo ist sie? Warum reagiert sie nicht? Ach, Kind, jetzt kommen wir hier rein. Ich muss den hier irgendwie loswerden. Weitergehen! Nichts zu sehen! Gehen Sie weiter, Madam! Hm. Verdammter Staub. Ja, ist gut. Staub. Okay, Moment. Das könnte ein Hinweis sein. Möchtest du vielleicht einen Bonbon? Nein. Hallo, geh doch nicht immer weg. Vielleicht ein klebriges Bonbon. Auch nicht. Was trinken vielleicht gegen den Staub? Ja. Das lockt den Polizisten nicht von seinem Posten. Ich muss mir was Besseres einfallen lassen. Heute den guten Samariter zu spielen, wäre ehrbar. Würde mir aber nicht helfen, die Welt zu retten. Vielleicht ein bisschen Spielzeug. Nein. Ihm was vorspielen vielleicht? Nein. Ihn ein bisschen pieksen? Nein. Also irgendwas muss ich mit ihm machen. Das ist so sicher wie es Arm in der Kirche. Ihn zerlegen? Auch nicht. Bingo Classic Cola. Toll. Vielleicht, warte mal. Nein. Tja, Freunde, hier ist auf jeden Fall das, was ich brauche. Eine Antigravsteuerung. Ein Hochspannungslaserzaun. Die Farben zeigen an, dass hier militärische Laser eingesetzt werden. Und wie kriege ich den deaktiviert? Selbst wenn ich den Polizisten jetzt hier wegkriege, wie kriege ich den Laserzaun deaktiviert? Ich kann nicht durch den Zaun, ohne Alarm auszulösen. Oder Schlimmeres. Der Laser würde mich rösten. Nein. Vielleicht den Laser umlenken? Das habe ich in einer Folge von MacGyver 2200 gesehen. Treten Sie vom Zaun zurück, Madam. Okay, also jetzt weiß ich, wie ich den Zaun umlenke. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich den Polizisten loswerde. Ein Polizist. Er bewacht das Wrack. Weitergehen. Nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, Madam. Verdammter Staub. Warte mal. Mir hat man in die Kommentare geschrieben, dass ja, die Polizisten ja alle Roboter sind. Jetzt ist die Frage, wenn das alles Roboter sind.
Kann ich die... Warte mal. Bingo Classic Cola. Wir hatten doch... Oh, jetzt bin ich da jetzt weggegangen. Geh mal wieder zurück. Ich habe jetzt eine Vermutung, die ich jetzt mal ausprobiere. Wenn sie funktioniert, mache ich hier noch ein bisschen weiter. Ansonsten soll es das jetzt hier gewesen sein. Denn Roboter sind vollgestopft mit Technik. Und Technik ist ziemlich empfindlich gegenüber Flüssigkeiten. Na, könnt ihr mir folgen? Es ist nur die Frage... Oh nein, ja. komm doch direkt hier hoch. Ja, wenn wir jetzt theoretischerweise ihm, weil er hat ja alles verstaubt, Durst hat und wir ihm etwas geben können. Und er das dann nimmt und öffnet und, naja, wir kennen das ja von kohlensäurehaltigen Getränken, wenn wir sie schütteln. Oder wenn wir vielleicht einen Mentos in eine Coca-Cola-Flasche schmeißen, dann kennen wir es auch, was passiert. Jetzt ist die Frage, ob es hier funktioniert. Denn es funktioniert tatsächlich. Ich brech ins Essen. Die funktioniert sogar noch. Ich denke, das reicht. Das ist flüchtiges Zeug. Hm. Ich muss es möglichst schnell loswerden. Okay. Okay, also von der Logik her passt es. Nur das Problem ist, sie hätte es auch einfach mit den Händen schütteln können. Also da jetzt eine Rüttelmaschine für benutzen, klar, geht auch, aber das hätte man auch echt mit Muskelkraft machen können. Und jetzt muss es immer noch funktionieren, dass ich dem Polizisten das geben kann. Und jetzt hier wieder lang. Seht ihr, was ich meine mit dem durch die... Ah, durch eine das... Kleine... Geh doch einfach dahin. Durch das Bild laufen. Es ist wirklich sehr müßig. So, jetzt... Oh. Nett animiert. Jawohl, ja. Jetzt drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Möchten Sie eine kühle Limonade, Wachtmeister, um den Staub runterzuspülen? Vielen Dank, Madame. Verdammt! Verflucht nochmal, ich muss sofort zum Servicebüro, bevor mein Anzug kurz schließt. Ich komme mir so schlecht vor und ich liebe es. Genau, feiere dich einfach selber. So, jetzt aber. Ah, ist klar. Toll animiert. Die Antigravsteuerung ist mit großen Schrauben befestigt. Mhm. Beim Abbrechen könnte sie beschädigt werden. Dann brechen wir sie eben nicht ab, April. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Es fällt dem Polizisten bestimmt auch überhaupt nicht auf, wenn er wieder zurückkommt. Wieder zur U-Bahn. Wieder hier hin. Oh.
Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das Bild jetzt gestockt hätte. Ja, sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber naja. Mir geht halt einiges durch den Kopf. So, aber nichtsdestotrotz, wir haben eine Antigravsteuerung. Bitteschön. Hey, Burns! Bin sofort da! Ist das hier das richtige Gerät? Toll, klasse Zeug! Für das Ding kriegst du den besten Ausweis mit Zugriff auf alles Süße, ja! Hey, mit diesem Ding komme ich vielleicht sogar mal hier raus! Klasse! Wie schnell hast du den Ausweis fertig? In ein paar Tagen. In ein paar Tagen? Ich brauche ihn jetzt! Oh nein, 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 so läuft das nicht. Das braucht Zeit, weißt du? Frühestens morgen Abend. Ich verspreche nichts, aber ich versuch's. Mach, okay. Ja, und jetzt? Bin ich jetzt hier fertig, oder was? Ein Mischmasch aus alter und neuer Computer-Hardware. Das hat was von Cyberpunk. Das ist der Flipper. Bist du jetzt schon fertig? Hey, Burns! Bin sofort da! Natürlich muss er erst einmal im Carré fliegen. Wann wird mein Ausweis fertig sein? Frühestens morgen Abend. Na toll. Super. Das hat nichts gebracht. Ach, guck mal, jetzt ist er wieder hier. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, ja, muss ich zurück in meine Butze und dann wieder schlafen, weil er sagt ja morgen Abend. Wieder alles zurücklatschen. Wisst ihr, es ist ja okay, wenn man halt diese Renn- oder Gehpassagen nicht mit Doppelklick hier überspringen kann. Aber wenn man das nicht kann, dann soll man dem Spieler doch bitte eine Schnellreisefunktion geben. So, zur U-Bahn. Dahin. Nein, 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 nein! April. Hier hinten ging's doch mal zu den... Oder auch nicht. Da, zu den Brücken, also. So, dann hier hin. Ich bin ja immer noch gespannt, ob wir hier hinten irgendwann in diese geheimnisvolle Tür kommen. Trautes Heim, Glück allein. Es ist doch immer wieder schön, hierhin zurückzukehren. Hier ist niemand. Mein Quartier. Und jetzt? Ich brauche mein Bett nicht zu machen. Es ist zu heiß, um mit Bettdecke zu schlafen. Gut, also das nicht. Ja, Freunde, nichtsdestotrotz soll es das dann aber hier gewesen sein. Was es jetzt als nächstes zu tun gibt, ist mir jetzt noch ein wenig schleierhaft. Schauen wir uns im nächsten Teil einfach mal die ganzen Hotspots an, die wir auf der U-Bahn-Karte haben, an. Und hoffen wir, dass wir irgendwo weiterkommen.
das war's. Let's Play geht also weiter. Und ja, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dann. NRWBoy18. Adieu.